Hallo und herzlich willkommen zurück bei Front Mission. Jetzt schauen wir uns mal, wie sich das weiterentwickelt. So, du bist weg. Und gerettet. Vorstand Sakata, bitte hier entlang. Ich habe auf dich gewartet, Vorstand. Du warst hier. Was treibst du dich um diese Zeit hier eigentlich herum? Ich überzeuge mich, dass du nichts anstellst. Ich? Das Metalwalker-Projekt läuft gut. Kein Grund zur Sorge. Wir sollten uns lieber um die Terroristen sorgen. Sehr gut. Wir werden bald den Plan ändern. Wir sollten das mit den Regierungen beider Länder diskutieren. Weißt du, dass Ryuji in der Einheit gewesen ist? Was? Ryuji? Wer ist Ryuji? Ist das vielleicht unser Sakata? Missionsbonus. Die Terroristengruppe hatte doch weniger Chancen. Obwohl einige Mechs doch stärker waren, als ich dachte. 12.060, super. Reparaturkosten gleich 0. Na, dann gucken wir doch mal. Fort Monos. Gehen wir doch gleich ins Militärbüro. Also ihre Kontrollsysteme zerstörten wurden, traten die USN den Rückzug an. Aber um ihnen den Rest zu geben, fehlt noch was. Ich will, dass du die Mission kommandierst. Wovon redet ihr? Hier ist die Statistik von euch und eurem Feind. Reut hat Level 31, das dagegen ist das vom Commander-Level doch schon etwas mickrig. Ein Lastwagen und 15 normale Mechs. Natürlich, wie viel davon Missiler sind und wie viel Attacker wird natürlich leider nicht angezeigt. Sollte aber alles weniger das Problem sein. Ja, komm, nächste Mission. Okay. Sie wirken sehr angespannt. Natürlich, ich bin das, ein Waffenstillstand, wo wir im Begriff waren, den Krieg zu gewinnen. Was denken sich die Politiker nur? Der Waffenstillstand führt zum Frieden. Wir müssen das jetzt tun. Dann denken Sie, sollen wir eine Diktatur der Republik Zaftra zustimmen? Republik Zaftra? Alles, was wir tun können, ist unsere jungen Leute vom Schlachtfeld abziehen. Bevor noch mehr sterben. Ich hätte nie gedacht, so etwas von Ihnen zu hören. Ganz im Ernst, hätte ich auch nicht. Jetzt wird's ja hier richtig politisch. Feindeinheit entdeckt! Zum Angriff! Vorsicht, der Feind ist suizidgefährdet. Leutnant, wir sind am Ende! Alle Einheiten zum Angriff! Zeigt ihnen, wer die USN sind! Yes, Sir! Ach Goddammit, jetzt habe ich einige nichts aufgerüstet. Ah, egal, muss ich halt ein bisschen vorsichtiger sein. Du kommst auf jeden Fall noch mit und dann nehme ich noch Alda mit. Okay. Aber ich gucke jetzt noch mal kurz, wie viel Zeit mir noch bleibt. Bis gleich. Ah, gut, ist noch genug Zeit. Super. Okay, dann ab zum Angriff. Während wir hier wohl kämpfen, soll wohl ein Waffenstillstand ausgehandelt werden. Na, schauen wir mal, wie sich das hier entwickelt. Greifen wir jetzt mal die Gegner an. Mhm.
Ja, das wusste ich, dass sie auch wieder einige Missiler sind. Ich bin gespannt, wie diese Mission ist. Es ist wirklich lange her, dass ich so weit gespielt habe. Angriff. Jetzt kann ich meinetwegen alle Raketen erstmal rauf, auf die Gegner raufschießen. Hier ist jetzt nichts Spezielles wie ein Seeking oder so etwas. Ich glaube, wird hier jetzt auch nicht auftreten. Case, du kannst dorthin. Tag. Auf den Missiler. Obwohl, nein, ganz im Ernst. Den brauche ich jetzt nicht anzugreifen. Ich habe ihn zwar schon ein paar Raketen reingejagt und das sollte ausreichen. Er ist kein Missiler, er ist kein Mischler. Da sollte ich mir die Raketen eher für die Missile aufheben. Super. Okay. Hans, du kannst dorthin. Alter, dich packe ich mal auch hier hin. Dich schicke ich auch ein bisschen weiter nach vorne. Okay, Gegner, ihr seid dran. Na, ah, da sind auch welche. Damit habe ich gerechnet, dass sie jetzt auch wieder mit ihren Raketen angreifen. Wow, der schießt mit einer Panzerfaust. Das ist ja mal ganz was Neues. Ziel? Was ist das für ein Skill? Der ist mir jetzt auch komplett neu. Ist das irgendwie eine Erweiterung? Nicht schlecht, aber so haut man die Beine weg. Dann greifen wir den doch mal gleich an. Nodule. Der sieht schon mal gar nicht gut aus. Ich halte es aber doch gerade erst für eine gute Idee, Case da wegzuholen und den dort mit Raketen zu beschießen. Damit die Leute hinter Royd an den vorbeikommen und die anderen angreifen kann. Tschüss! Genauso wollte ich das. Was ist denn hier alles? Da haben wir ein Missiler. Wie nervig. Aber du kannst hier schon mal hinkommen. Vielleicht werde ich den jetzt auch schon los. Die letzten USN-Einheiten. Na. Egal, der ist jetzt am Ende. Super, meine Leute kommen jetzt dran vorbei. Der ist erledigt. Tschüss. Ja, Young, du kannst dich um den kümmern. Sehe ich kein Problem mit. Ah, das ist sogar ein Attacker. Stun, Doppel. Und doch noch aufgewacht.
Schade. Paul, ja komm. Ganz im Ernst, ich greife keine Attacker an. Obwohl... Nee, hier behalte ich noch auf. Hans, du kannst JJ mal ein bisschen unterstützen. Perfekt, genau den wollte ich angreifen. Nee, schauen wir uns den an. Ah ja, genau. Ich hab mir schon überlegt, ob ich mit, ihm vielleicht irgendwie versuche, einen Arm wegzuschießen, damit er keine Raketen hat, aber das nützt ja nichts. Der hat ja an beiden Armen einen Raketenwerfer. Nee, die kannst du noch da drin behalten. So, und Sakata, du kannst den jetzt angreifen. Vielleicht sogar schon auslöschen. Gib doch jetzt einfach auf, ihr seid doch eh am Ende. So. Ah, Nathalie ist noch da. Was ist das? Sind das auch alles Missile? Nö, sind doch weniger als ich dachte. Angriff. So, aber ich mache jetzt erstmal einen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part von Front Mission. Wollen wir mal sehen, ob es hier wirklich Friedensverhandlungen gibt oder nicht. Bis dann!